Yo, servus! Ich glaube, jeder hat sich bestimmt schon mal von euch gefragt, ob es sowas wie eine Seele gibt und sie unsterblich ist oder nicht. Sicher kann man sich da allerdings nie sein. Doch angeblich soll jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern ein Durchbruch gelungen sein. Sie haben festgestellt, dass die Seele nicht stirbt und wohin auch immer zurückkehrt. Internationale Physiker und Mathematiker aus Oxford haben Quantenvibrationen im menschlichen Gehirn nachgewiesen. Das heißt sozusagen, dass unser Bewusstsein eine Art Programm ist, das auf einen Quantencomputer im Gehirn läuft. Laut den Forschungsereignissen ist dieses Programm jedoch nicht an das jeweilige Menschenleben gekoppelt und soll angeblich nach dem Tod weiter funktionieren. Die Wissenschaftler sagen auch, wenn ein Mensch in die Phase des klinischen Todes eintritt, dass die Mikrostrukturen im Gehirn ihren Quantenzustand verlieren. Die Informationen innerhalb der Strukturen bleiben aber erhalten. Das heißt also, unsere Seele bzw. der Quantenzustand im Gehirn verlässt nach dem Tod den menschlichen Körper, stirbt aber nicht mit ihm und bleibt erhalten. Das hört sich für mich schon mal recht interessant an und mal schauen, wie die Forschung da weitergeht. Wenn ein Mensch nach dem Tod reanimiert wird, kehrt diese Quanteninformation ja zurück in den Körper und deshalb erzählen wohl so viele Menschen von einer Nahtoderfahrung. Ich stelle mir da auf jeden Fall noch die Frage, wohin der Quantenzustand oder ich sag mal die Seele nach dem Tod dann hingeht. Naja, aber was denkt ihr darüber? Das würde mich wie immer interessieren. Lasst es mich wissen. Und ich habe die Quelle der News mal in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr euch selber nochmal davon überzeugen wollt. Jo, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören und wie immer bis zum nächsten Mal. Ciao.